Ich muss mich an die Regeln vom LKA halten. Richtig. Du, nicht ich. Otto, weißt du, welcher Gefahr du Edda und mich aussetzt, wenn du hier bleibst? Von welcher Gefahr reden wir hier? Ganz konkret. Du erinnerst dich, dass ich im Krankenhaus lag und jeder einzelne meiner Knochen gebrochen war? Vor 20 Jahren? Ja, vor 20 Jahren. Katrin, ich versuche nur hier die faktische... Fakten. Für dich zählt immer nur, was messbar ist und in Zahlen zu erfassen. Naja, bevor ich mir von irgendeiner diffusen Gefahr das Leben diktieren lasse. Diffusen Gefahr? Katrin, ganz konkret, wer bedroht dich? Wer oder was bedroht dich noch? Du. Du ganz konkret. Schon allein, dass du mich Katrin nennst. Entschuldige bitte, wir sind hier unter uns. Warte, ich kann nicht zwischen den Biografien hin und her springen. Ich kann nicht. Glaub mir, ich weiß, wie das ist, wenn ein unbedachter Satz Irritationen hervorruft. Naja, das kann ich mir vorstellen. Nein, das kannst du nicht! Mein altes Leben existiert nicht mehr, seit ich diesen Mord gesehen habe und vor Gericht ausgesagt habe. Katrin, das war deine Entscheidung. Arthur, ich fühle mich wohl hier in Lüneburg. Edda hat gerade eine Ausbildung angefangen. Wenn das LKA erfährt, dass ich dich hier getroffen habe, dass du hier bist, dann schmeißen die uns aus dem Zeugenschutzprogramm raus. Katrin, ganz ruhig. Katrin, ich will dir und Edda überhaupt nichts kaputt machen. Ich will euch auch nicht in Gefahr bringen. Fahr doch einfach wie geplant jetzt einfach in den Urlaub. Und wenn du zurückkommst, reden wir ganz in Ruhe nochmal drüber. Ich kann jetzt nicht verreisen. Nur 5 Minuten, ja? Ich habe Sie überrascht. Positiv überrascht. Unter einer Medizinökonomin habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Altbacken und verkniffen? Naja, die trockene Materie lässt eher auf einen farblosen Schreibtischmenschen schließen. Woher wollen Sie denn wissen, dass ich nicht farblos bin? Ich hätte auch nicht gewettet, dass Sie Oberbürgermeister sind. So viel zu verurteilen. Also gut, lassen Sie uns über das Gutachten reden. Ja, hier sind schon mal ein paar Eckdaten. Mhm. Damit können Sie sich einen Überblick verschaffen. Wir wollen, das heißt, wir müssen in der Klinik umstrukturieren. Und Sie brauchen eine Entscheidungshilfe, in welche Richtung es gehen soll. Ja, ganz genau. Die Frage ist, gelingt uns der Spagat, dem kommunalen Auftrag gerecht zu bleiben und zugleich die Klinik in die schwarzen Zahlen zu führen? Vor dieser Frage stehen viele Kliniken. Die Situation wird zusätzlich erschwert, weil die ärztliche Leiterin und der Verwaltungsdirektor unterschiedliche Auffassungen haben. Als da wären? Der Verwaltungsdirektor regt ein onkologisches Zentrum an, das sich aber nur bewilligen kann, wenn die medizinische Grundversorgung darunter nicht leidet. Sie sind nicht der erste Bürgermeister, der sich für sein Klinikum die Quadratur des Kreises wünscht. Ach, das werden Sie sein. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Britta Berger und Herr Volker Karstens. Gesine Schwenke, sehr erfreut. Freut mich. Hallo. Ich habe schon einiges gehört, mir ist es aber sehr wichtig, dass ich die Situation auch jeweils aus Ihrer Sicht verstehe. Aufgeregt wegen der Reise? Naja. So. Jetzt sage ich, wir müssen wieder verschieben. Also, ich gehe mal raus, die Auslagen kontrollieren, ja? Ich wäre wirklich gern mit dir zum Büchermarkt nach Langenberg gefahren. Heißt das, wir fahren nicht? Auch morgen nicht? Warum nicht, wenn ich fragen darf? Lasse, das ist kompliziert. Hat das mit dem Typen zu tun, der da gestern war? Das muss ich dir in Ruhe erklären. Oder hängt es mit mir zusammen? Nein. Nein, es ist nicht deine Schuld. Was ist es dann? Der Mann, der gestern bei mir war, der ist nicht vom Kulturverein Nordheide, das war gelogen. Das ist Eddas Vater. Ich denke, der ist tot. Hallo. Hallo, Frau Bayer. Genau. Hallo. Das Glückslos, wie immer, und die Fruchtmischung. Ja, richtig. Ja, wir stellen die Pflanzen nach Möglichkeit so zusammen, wie sie dann nachher auch im Garten eingepflanzt werden sollten. Das hat ja auch keinen Sinn, den Kunden etwas anzubieten, was sie nachher nicht umsetzen können, nicht wahr? Ich störe Sie ja nur ungern.
aber ich bräuchte doch mal ein paar. Lassen Sie mich raten, ein paar Kräuter fürs Restaurant? Ja, neuerdings ist die Nachfrage ja rasant angestiegen. Edda, das ist Ihr Kunde. Wir haben heute frische Minze reinbekommen. Super. Bist heute Morgen so schnell weg? Hast dich ja nicht mehr richtig angezogen. Deswegen bist du extra hierher gekommen? Da hätte doch eine SMS gereicht. Ja, aber das geht nicht per SMS. Sorry wegen heute Morgen. Ich habe total vergessen, dass ich Frau Rose bei einer Lieferung Gartenpflanzen helfen sollte. Und deswegen hast du meine Rouladen so verschmäht. Die waren auch kalt zum Frühstück, der Hit. Ist deine Mutter eigentlich noch zu dem Treffen mit deinem Patenonkel erschienen? Sie hat angerufen. Also hast du erzählt, dass ich mich mit Arthur getroffen habe? Ja, ist auch noch okay, oder? Was wollte sie denn? Mit mir reden? Das ist doch ein gutes Zeichen. Dann könnt ihr euch endlich mal aussprechen. Meine Mutter hat Probleme damit, dass ich meine eigenen Wege gehe. Weil du ausgezogen bist? Du bist 20. Was erwartet sie denn? Na, alles gefunden? Die Minze sieht super aus. Aha. Danke. Tschüss. Tschüss. Gut. Das heißt, Eddas Vater lebt. Aber du hattest keine Ahnung, dass er hier plötzlich auftaucht. Nein, wir haben uns seit 20 Jahren nicht gesehen, wir hatten keinen Kontakt. 20 Jahre? Das heißt, Edda kennt ihn gar nicht. Das ist natürlich kompliziert, ja. Ja. Mehr als du denkst. Hat er kein Telefon? Kann er sich nicht anmelden? Was sagt Edda dazu? Edda freut sich, ihn kennenzulernen. Nachdem sie dachte, er sei tot. Ich wollte ihr nicht sagen, dass ihr leiblicher Vater sich nicht für sie interessiert. Wo ist das Problem? Nora, gönn ihnen ihre Zeit und lass uns verreisen. Ich kann jetzt nicht wegfahren. Das verstehe ich nicht. Wir hatten ja bereits das Vergnügen. Ich dachte, Sie sind tot. Ich habe ihm gesagt, dass du Eddas Vater bist. Und dass Sie sich 20 Jahre lang nicht gemeldet haben. Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Die Wahrheit ist... Die Wahrheit ist... Die Wahrheit ist, dass Art und ich einen One-Night-Stand hatten. Und als ich ihm von meiner Schwangerschaft erzählt habe, da wollte er damit nichts zu tun haben. Genau. Ich bin nicht so der Familienmensch. Hätten Sie nicht 2 Tage warten können, bevor Sie von den Toten auferstehen? Hm. Kommst du bitte mal? Morgen! Ich meine, Thomas. Ja, dass du ist nach all den Jahren auch ungewohnt für mich. Aber längst überfällig. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte dich fragen, ob du schon deine Sportschuhe aus dem Keller geholt hast. Was? Ach so, wegen der Sportabzeichenprüfung. Naja, du bist ja letzte Zeit auch nicht gerade viel zu Fitness gekommen, vor lauter Arbeit. Das ist alles eine Frage der Organisation. Keine Angst, dich zu blamieren? Du meinst, so wie du gestern beim Dullen? Ja. Also, du hast genügend Kommentare über mich ausgeschüttet. Ach, hab ich das? Ja, du hast gar nicht mehr aufgehört, dich über mich lustig zu machen. Ich sage nur... Armut, Thomas. Oh, da habe ich wohl etwas über die Stränge geschlagen. Naja, halb so wild. Wenn ich dir zu nahe getreten sein sollte, dann tut mir das leid. Ich habe manchmal einen etwas schrägen Humor. Ja, es ist mir gar nicht aufgefallen. Frau Schwenke hat Geburtstag. Interessant. Carstens hier? Auf Ihren Anruf habe ich gewartet. Wunderbar. Vielen Dank für Ihr Angebot für die neuen Geräte in der Onkologie. Ich habe da nur ein kleines Problem mit der Kalkulation. Wir brauchen einen Kostenvoranschlag, der deutlich nach unten korrigiert ist. Sagen wir 20%? Nein, so wie die Preise im Moment kalkuliert sind, kriegen wir den Auftrag nicht. Es ist ganz einfach. Kein neues onkologisches Zentrum, kein Geschäft für Sie. Aber gut, Hauptsache du bist morgen dabei. Ja. Moinsen, Chef. Ja. Ich hatte gerade Besuch von Oberbürgermeister Jansen. Thomas,
Ja. Ihr seid jetzt per Du. Ja, Thomas. Das ist ein langjähriger Freund von mir, den ich gerne respektvoll behandelt wüsste. Ja, geht klar, Meister. Gut. Ach, noch etwas. Ein Anzug von mir ist in der Reinigung. Wohlig für dich. Und Frau Da Silva, die Besitzerin von der Reinigung, ist auch eine gute Bekannte von mir. Und verdammt heißes Gerät. Spinnst du? Ich bin verheiratet. Ja, ich hab's ja schon kapiert. Ich bin nur freundlich. Ja, bitte. Wunderbar. Ja, wusste ich doch, dass wir zusammenfinden. Vielen Dank. Ja, bis dann. Wiederhören. Frau Rose, das ist eine Überraschung. Kommen Sie rein. Nein, ich muss gleich weiter. Das Auto ist voller Pflanzen, die ausgeliefert werden müssen. Ich wollte nur ganz kurz mit Ihnen sprechen wegen Merles Rückkehr. In 2 Tagen. Ich freue mich schon sehr drauf. Was halten Sie von einem Willkommensessen in der Gärtnerei? Oh, das ist grundsätzlich eine wunderschöne Idee. Nur, ich meine, wir haben uns so lange nicht gesehen, Merle und ich. Wir würden... Wie dumm von mir. Entschuldigung. Natürlich wollen Sie sie an Ihrem ersten Abend für sich allein haben. Sehr egoistisch. Verständlich. Romantisch. Mhm. Ich hätte noch eine kleine Bitte, wo Sie schon da sind. Kann ich vielleicht einen Blumenstrauß bei Ihnen in Auftrag geben? Einen ganz kleinen Moment. Ich brauche einen Geburtstagsstrauß. Mhm. Schönen, stilvollen Strauß mit einer neutralen Grußkarte. Sie schreiben mit links? Mit folgendem Text. So. Gut gemacht. Danke sehr. Nicht zu danken. Erst bin ich tot, dann bin ich der verantwortungslose One-Night-Stand, der sich nicht um seine Tochter kümmert, noch irgendetwas auf meinem Teller, was ich schlucken muss. Du hast dich selbst in diese Lage gebracht. Ich habe nur versucht, die Situation zu retten. Nur mal einen Punkt. Du hast versucht, dich selbst zu retten und deine Lügen. Oh, wann begreifst du endlich, dass es hier nicht nur um dich geht, Arthur? Holla, dein Egoismus ist aber auch nicht von schlechten Eltern. Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen? Lass erklären, dass wir im Zeugenschutzprogramm leben und du gerade unsere neue Identität gefährdest? Zum Beispiel, warum nicht? Ja. Du kommst hier nach Lüneburg und bringst mein Leben völlig durcheinander. Und dann beschwerst du dich auch noch, wenn ich mir eine halbwegs brauchbare Hintergrundgeschichte ausdenke. Oh, die dich als kleines, armes Opfer darstellt. Bravo. Warum hast du es nicht mal mit der Wahrheit probiert? Du hättest mir sagen müssen, dass ich Vater werde. Du hättest Edda sagen müssen, dass ich ihr Vater bin. Und nicht erst, nachdem sie angefangen hat, nach mir zu fragen, nachdem sie rausgefunden hat, dass die Geschichte um den irischen Daddy erstunken und erlogen war. Aber nein, das hätte ja an deiner moralisch integren Fassade gekratzt. Komm, lass uns wieder von vorn anfangen. Für mich ist es auch nicht ganz einfach, nach 20 Jahren zu erfahren, dass ich eine Tochter habe. Aber mich noch als Rabenvater darzustellen, das... Entschuldige bitte, aber das ist unfair. Ja. Ja. Aber was ist schon fair an dieser ganzen Geschichte? Also gut. Ich bin bereit, den Rabenvater zu gehen. Wenn das der Preis ist, meine Tochter näher kennenzulernen, dann bin ich der Rabenvater, okay. Wir müssen mit Edda reden. Du kannst nur hier bleiben, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Wenn wir alle die gleiche Familiengeschichte erzählen. Mhm. Hey, dachte, du wärst mit Dora Frank in Langenberg. Was passiert? Habt ihr gestritten? Eddas Vater ist hier. Eddas Vater? Ich dachte, der wäre tot. Du sagst es. Die neueste Version ist allerdings, dass sie 20 Jahre keinen Kontakt hatten, bis er dann ganz plötzlich putzmunter vor der Tür stand. Und er hat sie glauben lassen, dass er tot ist? Sie wusste, dass er lebt. Ja, warum hat sie das nicht erzählt? Es kommt noch doller. Als ich ihn zufällig gestern traf, hat sie ihn mir als einen Heini vom Kulturverein Was weiß ich vorgestellt. Und er kommt extra aus Irland hierher? Er ist kein Ire. Das ist ja noch verwirrender. Ja, was will er denn hier? Kontakt zu seinem Kind, nehme ich an. Zu seinem Kind oder auch zu der Mutter? Er war ein One-Night-Stand. Sagt wer? Nora? Ich weiß nur, dass sie mich belogen hat und dass sie mir noch andere Dinge verschweigt. Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung für alles. Um ehrlich zu sein, habe ich die Geschichte mit deinem Partner von Anfang an nicht ganz geglaubt. Schlaumeier. Du hast echt gedacht, ohne Absender bist du unauffindbar? Meine Mama ist ganz schön sauer. Ich war doch ganz entspannt, als du ihr von dem Brief erzählt hast. Aber da habe ich Arthur noch nicht getroffen.
verstehe nicht, was sie dagegen hat, dass du deinen Vater kennenlernst. Nein, was hat der Mann verbrochen? Sie hat ihre Gründe. Egal. Jedenfalls bin ich jetzt keine Haltweise mehr. Hey. Wie fühlt sich das an? Ich habe Arthur noch keine 12 Stunden gesehen. Keine Ahnung, was das mit mir macht. Deine Mutter fürchtet das Schlimmste. Sie hat mir sogar schon eine Nachricht auf der Mobilbox hinterlassen, weil sie unbedingt mit mir darüber sprechen will. Aber du willst nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich noch glauben kann. Ja, sag einfach, dass sie ehrlich mit dir sein soll. Du bist kein Kind mehr. Das habe ich schon. Und als ich dachte, sie hat's gerade gecheckt, da verheimlicht sie mir, dass mein Vater hier ist. Vergiss deine Mutter mal für eine Sekunde. Du hast die Chance, deinen Vater kennenzulernen. Ich meine, das ist doch cool. Das sagt der Richtige. Du tust so, als sei dein Vater tot. Ja, fehlt ja auch nicht mehr viel. Wie kann man da nur so verbittert sein? Ich hätte alles dafür gegeben, einen Vater zu haben. Und du hast einen, der mich ins Heim gesteckt hat. Was? Ja. Mein ach so toller Vater ist dafür verantwortlich, dass ich mit 6 Jahren im Heim gelandet bin. Aber wieso? Ich will weder darüber reden, noch was mit ihm zu tun haben. Kapierst du es jetzt? Es tut mir leid. Die Salbeisauce ist fast fertig. Und, was sagt die Expertin? Ja, der Konflikt zwischen Patientenwohl und Rentabilität ist, wie gesagt, nicht neu. Das kenne ich aus anderen Kliniken. Ja, die Frage ist, wie lösen wir ihn? Frau Dr. Berger ist darauf bedacht, dass die Mitarbeiter und die Patienten sich wohlfühlen, unabhängig von den Kosten. Ja, und Herr Carstens hat den wirtschaftlichen Aspekt im Blick. Und ich schätze die beiden so ein, dass sie von ihren berechtigten Standpunkten nicht groß abweichen werden. Ja, wir brauchen eine Lösung. Ego-fixierter Machtkampf schadet der Klinik nur. Neide Sie nicht um Ihre Entscheidung. Mich? Ich dachte, Sie würden für mich die Kohlen aus dem Feuer holen. Ich kann Sie gern beraten, aber abnehmen kann ich Ihnen die Entscheidung nicht. Mein Neffe aus Hamburg. Ich rufe kurz zurück, wenn das okay ist. Ihre Familie lebt in Hamburg? Nur mein Neffe. Er studiert dort Musik. Er ist ein bisschen der Sohn, den ich nie hatte. Meine Schwester lebt in Süddeutschland. Sie sind ja noch stiller als sonst. Haben Sie Stress mit Ihrer Freundin? Edda hat Stress mit ihrer Mutter. Es geht um Eddas Vater. Väter können Stress machen, abwesend oder nicht. Sprechen Sie aus eigener Erfahrung? Ja. Mein Vater ist schon eine Nummer für sich. Wir hatten fast 2 Jahrzehnte keinen Kontakt. Er hat sich nicht mal meinen Sohn gekümmert. Und jetzt verstehen Sie sich? Sehr gut. Und als er sehr krank wurde, habe ich sogar seinen Betrieb auf Corfu geleitet. Er produziert Fetter im großen Stil. Sie haben ihm geholfen, obwohl Sie ewig keinen Kontakt hatten? Ja. Wir hatten uns schon vorher versöhnt, aber wir hatten lange nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht. Wir kannten uns kaum. Und trotzdem war mir klar, dass ich ihn unterstützen muss. Man kann sie mögen oder nicht mögen, aber Eltern bleiben Eltern ein Leben lang. Und manchmal ist man ihnen sogar ähnlicher, als einem lieb ist. Die Zeit in Griechenland, die hat uns sehr gut getan. Ich habe Nikos noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Jenseits seines sturen Dickschädels, den ich übrigens geerbt habe. Seitdem haben Sie ein gutes Verhältnis? Mein Vater ist immer noch ein sehr eigenwilliger Mensch, aber seitdem ich kapiert habe, dass ich ihn nicht ändern kann, kommen wir gut miteinander klar. Nora, ich nehme dich kurz mit raus. Ich danke Ihnen. Vielleicht kann ich Sie ja doch noch dazu bringen, eine Entscheidung für mich zu treffen. Tschüss. Tschüss. Gibt es da etwas, was ich wissen müsste? Was du überdenkst. Die Frau ist Medizinökonomin und soll mir bei einer Entscheidung im Krankenhaus helfen. Ja, aber vorhin sah es so aus, als würdet ihr euch auch privat ganz gut verstehen. Danke für den Hinweis. Na, hat er dich wieder mit deiner Niederlage beim Doppelkopf aufgezogen? Es hat Torben schon zur Genüge, obwohl das gar nicht zu ihm passt. Aber wenn man erstmal per Du ist, steht man schon in der Schusslinie für Hohn und Spott. Hier, mein Lieber. Hat sich Nora schon gemeldet? Kein gutes Zeichen. Also ich würde da nicht so viel hineininterpretieren. Vielleicht ist sie einfach nur zu beschäftigt. Ja, was glaubst du denn, verheimlicht sie vor dir? Keine Ahnung. Entschuldige. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ja, offensichtlich.
Sie ist ein freier Mensch. Sie kann tun und lassen, was sie will. Oh. Solange es nicht eure Beziehung betrifft. Wenn sie noch Gefühle für diesen Arthur hat, dann möchte ich es wissen. Das war ein One-Night-Stand. Vor 20 Jahren. Wenn es mehr war? Eine längere Beziehung vielleicht? Naja, dann musst du herausfinden, was sie noch für ihn empfindet. Aber es ist 20 Jahre her. Und wie hat Lasse reagiert? Enttäuscht, weil damit unsere Reise gestorben ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob er mir die Geschichte mit dem One-Night-Stand abkauft. Jedenfalls ist er nicht blöd. Hätte Arthur nicht ein paar Tage später kommen können? Tja, dann hättest du vielleicht die Situation mit Lasse regeln können, aber die Arthur-Legende hättest du dir trotzdem ausdenken müssen. Was ist mit dem LKA? Musst du dem nicht sagen, dass dein Ex-Mann hier aufgetaucht ist? Doch, müsste ich. Oh, Frau Hellebaum rastet aus, wenn sie hört, dass Arthur hier ist. Und ich habe echt keine Kraft, immer wieder von vorne anzufangen. Hauptsache, Edda spielt mit. Arthur und ich müssen versuchen, sie davon zu überzeugen. Hast du sie schon gesehen, nachdem sie sich mit ihm getroffen hat? Nee, wenn ich ihr anrufe, geht immer nur die Mailbox an. Ich habe ihr gesagt, dass Arthur und ich mit ihr reden wollen. Ich hoffe, sie kommt. Das wäre euer erstes Mal zu dritt. Ja, ich mag gar nicht daran denken. Nora, Arthur kann gar nicht lange hier bleiben. Ich meine, schließlich hat er in Genf ein Forschungsinstitut zu leiten. Und du musst auch nicht immer dabei sein, wenn er sich mit Edda trifft. Und was deine Bücherreise angeht. Na, die ist futsch. Es gibt nicht nur in Langberg einen Büchermarkt. Wenn sich hier alles beruhigt, dann könnt ihr doch irgendwo anders hinfahren. Wenn Lasse dann mit mir überhaupt noch irgendwo hinfahren will. Ich kann ihm doch niemals die Wahrheit sagen. Tja, das Auftauchen von Arthur hat dich aus der Bahn geworfen. Das kann ich wirklich verstehen. Aber es ändert doch nichts an deinen Gefühlen zu Lasse. Aber vielleicht ändert es was an seinen Gefühlen zu mir. Ich habe ihm schon wieder eine Lüge aufgetischt. Ich meine, der Mann muss doch langsam denken, ich spinne. Sag ihm endlich, was du empfindest. Nimm ihm seine Zweifel. Und was ist, wenn ich Lüneburg bei Nacht und Nebel verlassen muss? Nora, rede mit ihm. Gut. Wenn Arthur und ich mit Edda gesprochen haben und ich weiß, wie es weitergeht. Ja. Sie sollten auch bei Fit für die Enkel mitmachen. Ich habe keine Enkel. Das verlangt ja auch keiner von Ihnen. Naja, aber Ihr Kioskler würde ins Gespräch kommen, so wie gerade in den Zeitungen und im Internet darüber geschrieben wird. Bessere Werbung bekommen Sie nicht. Ich finde stundenlanges Trainieren nicht so sexy. Kann ich Sie mal was Privates fragen? Ja, klar. Sprechen Sie mit Ihrem Liebsten über Ihre ehemaligen Beziehungen? Naja, als ich Ben kennengelernt habe, war ich noch verheiratet. Ist ja wohl eher die Ausnahme. Wenn man schon länger zusammen ist, klar, dann kann man auch mal über Ex-Beziehungen sprechen. Aber nicht am Anfang der Beziehung. Ach, das ist ein absolutes No-Go. Dann lieber schweigen. Na, warum Irritation hervorrufen? Das macht doch nur die Romantik kaputt. Aber wenn Sie mit Ihrem Partner unterwegs sind und treffen auf einen Mann, mit dem Sie früher mal zusammen waren. Dann freue ich mich, dass mein Ex-Freund sieht, dass es mir so gut ohne ihn geht. Hm. Tag, schöne Frau. Kann ich meinen Anzug haben? Natürlich. Hm. Moin. Ich freue mich schon darauf, Sie beim nächsten Doppelkopfspiel wieder in die Pfanne zu hauen. Ach ja? Schönen Tag noch. Tschüss. Wie ist der denn drauf? Ja, zu. Sagen Sie, ich hab's gerade ganz eilig. Könnten Sie mir vielleicht ganz kurz die Tür aufhalten? Ja, aber Logo. Ich bin gleich wieder da. So, Vorsicht, bisschen weiter links. So, genau, und rechts rum und... Als erste Amtshandlung werde ich Sie von Frau Münzberg, Sie verantwortenden Verschärfung zur Aufnahme der Angel-Listed Hotels of the World, wieder rückgängig machen. Da habe ich aber schon einen Passus reingenommen. Wo habe ich den... Stress? Sagen wir es mal positiv, ich habe zu tun. Umso schöner, dass du dir Zeit für den Doppelkopfabend genommen hast. Ach, im Übrigen, ich habe die Geschichten über Theos Geisterbahnabenteuer habe ich sehr genossen, ja. Einmalig, der Junge. Ah, hier ist es ja. Regelung zur Aufnahme neuer Mitglieder. Hältst du mich auf den Laufenden? Also was deinen Jungen angeht, der hat großen Unterhaltungswert. Oh, tut mir leid, mein Termin. Ich muss los. Ich lasse dir das mal hier, ja? Ja, danke, dass Sie mir mit dem Wäschewagen geholfen haben. Ja, gerne. Habe ich doch gern gemacht für so eine schöne Frau. Kann ich Sie zum Dank zu einem Kaffee einladen? Och, warum nicht? Also, das heißt, andermal gerne. Ich muss jetzt wieder ins Büro. Ach, spannender Fall. Ja, es handelt sich um einen Hochstapler, der sich für jemand anderes ausgibt. Ach. Ich setze da einen Schriftsatz auf und schick's dir, ja? Ich verlasse mich drauf. Okay. Könnten Sie das kurz für mich verwahren? Ja. Danke sehr. Also, bis später beim Training. Ja. Ich gehe noch schnell hoch und sag der Hausdame Bescheid, dass die Wäsche da ist. Okay.
Hey, Gunther. Ich meine, wir haben uns ja gerade gesehen. Und du hattest es furchtbar eilig, zu einem ganz wichtigen Termin zu kommen. Ach ja, ich hatte vergessen, dass der Termin hier stattfindet. Was machst du mit dem Anzug? Den brauche ich für später. Muss ja ein lockerer Mandant sein, wenn du für den sogar die Krawatte ablegst. Ja, Medienbranche. Sei froh, dass ich mir nicht so ein Käppi aufsetze. Na, nur verkehrt herum. Ja. Was macht dieser Wäschewagen, entschuldige bitte, schon wieder hier in der Halle? Hey, Tauben, ich bin's. Gibt's Neues vom Kreditvertrag? Ah, dann komm ich mal gleich vorbei, ja? Sag, du musst mir Bescheid sagen, wenn du hier im Hotel einen Termin hast, ja? Wir wären beinahe aufgeflogen. Mann, Mann, Mann. Eine weiße Kochjacke mit weißen Knöpfen. Hey. Na? Kommt gleich. Sucht gerade nach meiner Kochjacke. Du musst eure Sachen selber waschen? Ja, das ist meine eigene. Ich habe gerade mit Vater telefoniert. Und ich habe ihm erzählt, dass du dich nach ihm erkundigt hast. Hat sich sehr gefreut. Wirklich, hättest du mal hören sollen. Das ist richtig aufgelebt. Entschuldige, ich will dir damit nicht so nahe treten, ja? Ich will einfach, dass du das weißt. Okay? Meine Einstellung kennst du ja. Ja, durchaus. Dann muss ich dir nicht nochmal sagen, dass es mich sehr freut, dass du dem ganzen Thema gegenüber offener wirst. Du gibst nie auf, ne? Nicht, bevor ich mein Ziel erreicht habe. Er meint auch, ich sollte unseren Vater mal besuchen. Wirklich? Kluges Mädchen. Hat sie auch gesagt, wann? Mal sehen. Kannst du ihr bitte sagen, dass ich meine Sachen später hole? Klar. Hallo. Hey, Ada. Komm rein und setz dich. Mit dir reden, damit wir einen gemeinsamen, Sprachregelung finden wollen, was den Umgang mit Arthur betrifft. Mhm. Tja, wie wär's denn damit? Mein Vater ist nach 20 Jahren hier aufgetaucht und ich freue mich darüber. Edda, so geht's nicht. Edda, ich möchte dich näher kennenlernen. Aber ich möchte auch gleichzeitig nicht euer Leben in Gefahr bringen. Wir haben uns hier in Lüneburg was aufgebaut. Wir haben tolle Menschen kennengelernt. Ja, ich will ja auch nicht aus Lüneburg weg. Nein, das sollst du doch nicht. Also, was schlagt ihr vor? Also, wir dachten, das Sicherste wäre, wenn wir die Verbindung zwischen Arthur und uns beiden so klein wie möglich halten. Wir sagen, dass deine Mutter und ich eine kurze Begegnung hatten in Düsseldorf. Und dann haben wir uns einfach aus den Augen verloren. Ja. Mhm. Warum hat sie dir nicht gesagt, dass du eine Tochter hast? Das hat sie. Es stellt sich nur heraus, dass ich ein Arschloch bin. Das ist keine schöne Geschichte, ich weiß. Ja. Und mit reiferem Alter tat es dir leid, du wolltest mich kennenlernen. Kannst du mit dieser Geschichte leben? Dass mein Vater ein Arsch ist? Oh, Alter. Besser als tot, oder? Naja, Hauptsache, wir können uns sehen. Und wir können in Lüneburg bleiben. Ja, also ich glaube, mit dieser Version kann man die paar Tage, bis Arthur wieder abreisen muss, überbrücken, oder? Sobald ich abgereist bin, wird keiner mehr irgendwelche Fragen stellen. Tja, jetzt, wo wir das geklärt haben, schlage ich ein Essen vor. Wie wär's mit einem Vater-Tochter-Essen? Geht auch Frühstück? Ich habe Henry schon gestern Abend sitzen lassen. Ja, ja, klar, geh nur. Ich kann verstehen, dass du ihn vorziehst, einem Vater, der dich seit 20 Jahren hat warten lassen. Berger, Entschuldigung, den kleinen Überfall, aber wir wollten Sie fragen, ob Sie Lust hätten, mit uns zum Training zu kommen. Lust schon, aber leider überhaupt gar keine Zeit. Ich muss arbeiten. Ah, Krankenhausstatistiken. Das ist ja spannend. Ja, so spannend wie Paragraphen. Ich habe ein großes Problem. Meine Kinderstation ist nicht ausgelastet. Das heißt, Ihre Argumente dem Bürgermeister gegenüber sind etwas dünn? Wenn man nach den Zahlen geht, schon, ja. Wonach gehst du? Na, also ich würde nach dem Nutzen für den Bürger gehen. Wenn die Kindernotaufnahme nur ein Kind rettet, naja, dann ist es doch das ganze Geld wert, oder nicht? Ja, das sollte die Gutachterin doch überzeugen. Ich fürchte, die hängt eher an den Zahlen. Wie kommst du denn überhaupt auf die Zahlen? Naja, ein Wunder der Technik. Ich
Hab die Auslastung der Station hier eingegeben und den Rest hat der Computer gemacht. Allen nach Zahlen. Hier geht es doch um Menschenleben. Ja, aber die Klinik muss sich ja auch finanziell tragen. Die Frage ist, ob die Gutachterin überhaupt diese ganzen Statistiken überprüft. Dann müsste sie die Abrechnung mit denen der Krankenkasse vergleichen. Das ist ja viel zu groß, der Aufwand. Aus Datenschutzgründen halte ich das für unwahrscheinlich. Es könnte ja zum Beispiel auch passieren, dass dir mal so ein kleiner Zahlendreher unterläuft. Hm? Nee, bei sowas bin ich wirklich genau. Ja, nimm doch nur mal an. Also, wenn da statt 57% Auslastung dann 75 stehen würde. Also, nur rein zufällig natürlich. Da höre ich als Stadtrat mal ganz schnell weg, wirklich dran. Ich wundere mich, du als Anwalt rätst zum Betrug. War nur ein Test. Lass mal lieber zum Sport gehen, dass wir dann später das Gesundheitssystem nicht in Anspruch nehmen müssen. Hm? Also. Viel Spaß. Danke. Hey, Edda. Hi. Du hast die Neuigkeiten wahrscheinlich schon gehört. Ja. Dein Vater ist hier. Es freut mich für dich. Es tut mir leid, dass Mama deswegen die Reise mit dir abgesagt hat. Können wir nachholen. Ist wichtiger, dass du deinen Vater kennenlernst. Ich hätte nie gedacht, dass er hier auftaucht. Wie ist er denn so? Er ist abgehauen, als meine Mutter schwanger war. Kein Wunder, dass Nora den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Hat sie doch, oder? Eifersüchtig. Quatsch. Ich mache mir nur so meine Gedanken. Nicht nötig. Und jetzt weißt du ja, was los ist. Hm? Okay, ciao. Bis bald. Sie schaffen das! Na komm schon, noch ein paar Meter! Toll, dass Sie den Lauf unterstützen, obwohl Sie in der Kanzlei so viel zu tun haben. Wie war ich? 3000 Meter geschafft. Nein, wie schnell war ich? Können wir in Zukunft die Leute, die wir gerne mögen, etwas respektvoller behandeln? 20:50. Super Zeit. Wow, wirklich? Also, wenn ich mich morgen noch steigere, dann schaffe ich das ja in der Kategorie der ab 70-Jährigen für Gold. Sie schaffen das. Welche Zeit brauchen wir nochmal genau für Gold? 19:20. Oh. Was für Bronze? 25:20. Warum? Ja, nix. Also. Herr Kastens. Was ist euer Wackos? Was willst du schon wieder hier? Ich komme in friedlicher Absicht. Okay, ich arbeite hier. Das geht in Ordnung. Nehmen Sie sich frei. Vicky, kommen Sie kurz. Kann man einer Klartext reden? Was? Ich habe mit deiner Chefin gesprochen. Wir zwei fliegen heute nach Düsseldorf. Spinnst du? Du hast selber gesagt, dass du Vater sehen willst. Da habe ich zwei Tickets gebucht. Weißt du, komm. Irgendwann, habe ich gesagt. Wenn ich soweit bin, doch nicht jetzt gleich. Ich glaub's echt nicht. Du platzt hier einfach rein. Du sprichst mit meiner Chefin? Nee, so läuft das nicht. Vater ist sehr krank. Er will dich sehen. Wann und ob ich meinen Vater sehe, das entscheide ich ganz allein. Und versuch ja nicht wieder, mich zu überrumpeln. Und jetzt raus. Raus! Die Leute sagten ringsumher hindeutend, der und der, der Komiker, fuhr aus der Haut nach Haus und würgte seine Braut. Nicht etwa wie von ungefähr? Nein, ernst, als ob das komisch wäre. Ach. Sie kennen Ringelnatz? Besser als Sie offenbar. Also ich kann mir eigentlich Gedichte nicht merken. Nur das eine. Aha, für mich ist das nur Gehirnjogging. Lassen Sie sich durch uns nicht stören, wir wollen noch schnell einen Kaffee trinken. Kaffee. Okay. Apropos Jogging, ja? Hat das Training bei Herrn Ebinger angeschlagen? Er ist erstaunlich fit. So wie es aussieht, könnte er morgen Gold holen. So, Kaffee gibt's auch ohne Ausweis. Ne? Schon komisch, wie ein manchmal die eigene Wahrnehmung täuschen kann. Naja. Also, ich war mir wirklich sicher, dass Ebinger heute viel langsamer gelaufen ist als sonst. Hm. Was machen Sie denn da? So, Milch bitte sehr. Und Kaffee. Danke. 26:10? Ja. Warum haben Sie ihm denn bitte die falsche Zeit gesagt? Schon mal was von Motivation gehört? Sie haben ihn angelogen. Was ist denn daran motivierend? Ich wollte ihm nicht seinen Kampfgeist nehmen. Der ist so ehrgeizig. Ja, aber genau dieser Ehrgeiz wird ihm morgen fehlen. Jetzt denkt er hat Gold schon in der Tasche. Sie meinen, ich soll ihm einen Messfehler gestehen? Messfehler? Meine frisierte Endzeit. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, wenn er überhaupt eine Chance haben soll. Also mit dieser Zeit, da bekommt er ja noch nicht mal Bronze. Lüder beschließen.
Hallo, Vater. Hey. Wie geht's dir? Ich habe Krebs. Wie soll's mir schon gehen? Schickes Hemd. Ja, nicht? Ich möchte bei dem Jungen einen guten Eindruck machen. Wo ist Henry? Ich habe Neuigkeiten für dich. Ist alles in Ordnung mit ihm? Es ist alles gut. Ich wollte dir nur erzählen, dass eine Gutachterin in Lüneburg die Möglichkeiten deines onkologischen Zentrums prüft. Das kann alles und nichts bedeuten. Nein, das ist gut. Ich werde diese Frau auf meine Seite ziehen. Wenn du mich für die T-Zellentherapie nach Lüneburg holen kannst, dann werde ich vielleicht wieder gesund. Ich hab's dir versprochen. Ich mache alles, was ich kann. Ja, schon gut. Aber was ist mit Henry? Wo bleibt er denn? Ich weiß doch, dass du ihn mitgebracht hast. Schließlich wurden mir zwei Besucher angekündigt. Deswegen war bei dir besetzt. Ja. Naja, jetzt haben wir uns ja. Es tut mir leid, dass das mit unserer Reise nicht geklappt hat. Mir auch. Bist du sauer? Nein. Nur ein bisschen irritiert. Das verstehe ich. Wieso hast du diese Geschichte erfunden? Dem Arbeitskollegen. Hm? Bist du noch im Kiosk? Ja. Ich versuche verzweifelt, meine Abrechnung zu machen. Ich kann mich auch nicht konzentrieren. Sollen wir uns treffen und drehen? Bei dir um? Ja. Bis gleich. Es kann doch nicht so schwer sein, dem Jungen zu überreden, mich zu besuchen. Ich habe es versucht. Wenigstens einmal. Ich habe es versucht. Entschuldige. Du kannst reden wie ein Wasserfall, wenn du es wirklich versucht hättest, dann wäre Henry jetzt hier. 7 Jahre habe ich ihn nicht gesehen. Es tut mir wirklich leid, Vater. Henry ist einfach noch nicht so weit. Nicht so weit? Was soll denn der Schwachsinn? Es liegt nicht an mir. Wirklich nicht. Ich habe ihm sogar ein Flugticket gekauft. Super. Und wo ist er? Lass ihm Zeit. Es ist nicht einfach für ihn. Natürlich nicht. Aber es ist deine Aufgabe, dem Jungen klarzumachen, dass ich unschuldig bin. Ach, du bist einfach unfähig. Wenn du dich bei dem onkologischen Zentrum genauso dämlich anstellst, wird das nie was. Mein Sohn möchte gehen. Ich glaube an deine Unschuld, aber es liegt doch nicht an mir, dass Henry dich für einen Mörder hält. Mein Vater hat mir Vorwürfe gemacht, weil du nicht da warst. Er dachte, dass ich komme? Natürlich, ich musste dich anmelden in der JVA. Nie behauptet, dass ich heute komme? Vater war richtig enttäuscht. Die Masche funktioniert bei mir nicht. Befürchten Sie, dass Herr Carstens privaten Kontakt zu mir sucht, um daraus Kapital zu schlagen? Ich fühle mich wie Sie einem gewissen Ehrenkodex verpflichtet. Herr Jansen hat ein neutrales Gutachten bestellt und das wird er auch bekommen. Arthur Burgstedt ist der Mann, der mir meine wunderbare Tochter Ella geschenkt hat. Aber ansonsten ist er mir total egal. Im Gegensatz zu dir. Frau Rose bei einer Lieferung Gartenpflanzen helfen sollte. Und deswegen hast du meine Rouladen so verschmäht. Die waren auch kalt zum Frühstück, der Hit. Ist deine Mutter eigentlich noch zu dem Treffen mit deinem Patenonkel erschienen? Sie hat angerufen. Also hast du erzählt, dass ich mich mit Arthur getroffen habe? Ja, das war doch okay, oder? Was wollte sie denn?
mehr reden? Das ist doch ein gutes Zeichen. Dann könnt ihr euch endlich mal aussprechen. Meine Mutter hat Probleme damit, dass ich meine eigenen Wege gehe. Du ausgezogen bist, du bist 20. Was erwartet sie denn? Na, alles gefunden? Die Minze sieht super aus. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Gut. Das heißt, Eddas Vater lebt. Aber du hattest keine Ahnung, dass er hier plötzlich auftaucht. Nein, wir haben uns seit 20 Jahren nicht gesehen, wir hatten keinen Kontakt. 20 Jahre? Das heißt, Ella kennt ihn gar nicht. Das ist natürlich kompliziert, ja. Ja, mehr als du denkst. Wir hatten vereinbart, dass du abreist, umgehend. Falsch. Du hast das bestimmt, nicht ich. Ich? Ich muss mich an die Regeln vom LKA halten. Richtig, du, nicht ich. Arthur, weißt du, welcher Gefahr du Edda und mich aussetzt, wenn du hier bleibst? Von welcher Gefahr reden wir hier? Ganz konkret. Du erinnerst dich, dass ich im Krankenhaus lag und jeder einzelne meiner Knochen gebrochen war? Vor 20 Jahren? Ja, vor 20 Jahren. Katrin, ich versuche nur hier die faktische... Fakten. Für dich zählt immer nur, was messbar ist und in Zahlen zu erfassen. Na ja, bevor ich mir von irgendeiner diffusen Gefahr das Leben diktieren lasse. Diffusen Gefahr? Katrin, ganz konkret, wer bedroht dich? Wer oder was bedroht dich noch? Du. Du ganz konkret. Schon allein, dass du mich Katrin nennst. Entschuldige bitte, wir sind hier unter uns. Warte, ich kann nicht zwischen den Biografien hin und her springen. Ich kann nicht. Glaub mir, ich weiß, wie das ist, wenn ein unbedachter Satz Irritationen hervorruft. Naja, das kann ich mir vorstellen. Nein, das kannst du nicht! Mein altes Leben existiert nicht mehr, seit ich diesen Mord gesehen habe und vor Gericht ausgesagt habe. Katrin, das war deine Entscheidung. Arthur, ich fühle mich... Oder hängst du mit mir zusammen? Nein. Nein, es ist nicht deine Schuld. Was ist es dann? Der Mann, der gestern bei mir war, der ist nicht vom Kulturverein Nordheide, das war gelogen. Das ist Ellas Vater. Ich denke, der ist tot. Hallo, Frau Bayer. Genau. Hallo. Das Glückslos, wie immer, und die Fruchtmischung. Ja, richtig. Ja, wir stellen die Pflanzen nach Möglichkeit so zusammen, wie sie dann nachher auch im Garten eingepflanzt werden sollten. Das hat ja auch keinen Sinn, den Kunden etwas anzubieten, was sie nachher nicht umsetzen können, nicht wahr? Ich störe Sie ja nur ungern, aber ich bräuchte doch mal ein paar. Lassen Sie mich raten, ein paar Kräuter fürs Restaurant? Ja, neuerdings ist die Nachfrage ja rasant angestiegen. Edda, das ist Ihr Kunde. Wir haben heute frische Minze reinbekommen. Super. Bist heute Morgen so schnell weg, hast dich ja nicht mehr richtig angezogen. Deswegen bist du extra hierher gekommen? Da hätte doch eine SMS gereicht. Ja, aber das geht nicht per SMS. Sorry wegen heute Morgen. Ich habe total vergessen, dass ich... Wohl hier in Lüneburg. Edda hat gerade eine Ausbildung angefangen. Wenn das LKA erfährt, dass ich dich hier getroffen habe, dass du hier bist, dann schmeißen die uns aus dem Zeugenschutzprogramm raus. Katrin, ganz ruhig. Katrin, ich will dir und Edda hier überhaupt nichts kaputt machen. Ich will euch auch nicht in Gefahr bringen. Fahr doch einfach wie geplant jetzt einfach in den Urlaub. Und wenn du zurückkommst, reden wir ganz in Ruhe nochmal drüber. Ich kann jetzt nicht verreisen. Gib mir 5 Minuten, ja? Ich habe Sie überrascht. Positiv überrascht. Unter einer Medizinökonomin habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Altbacken und verkniffen? Naja, die trockene Materie lässt eher auf einen farblosen Schreibtischmenschen schließen. Woher wollen Sie denn wissen, dass ich nicht farblos bin? Ich hätte auch nicht gewettet, dass Sie Oberbürgermeister sind. So viel zu verurteilen. Also gut, lassen Sie uns über das Gutachten reden.
Ja, hier sind schon mal ein paar Eckdaten. Mhm. Damit können Sie sich einen Überblick verschaffen. Wir wollen, das heißt, wir müssen in der Klinik umstrukturieren. Und Sie brauchen eine Entscheidungshilfe, in welche Richtung es gehen soll. Ja, ganz genau. Die Frage ist, gelingt uns der Spagat, dem kommunalen Auftrag gerecht zu bleiben und zugleich die Klinik in die schwarzen Zahlen zu führen? Vor dieser Frage stehen viele Kliniken. Die Situation wird zusätzlich erschwert, weil die ärztliche Leiterin und der Verwaltungsdirektor unterschiedliche Auffassungen haben. Als da wären? Der Verwaltungsdirektor regt ein onkologisches Zentrum an, das sich aber nur bewilligen kann, wenn die medizinische Grundversorgung darunter nicht leidet. Sie sind nicht der erste Bürgermeister, der sich für sein Klinikum die Quadratur des Kreises wünscht. Ach, das werden Sie sein. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Britta Berger und Herr Volker Karstens. Gesine Schwenke, sehr erfreut. Freut mich. Hallo. Hallo. Ich habe schon einiges gehört, mir ist es aber sehr wichtig, dass ich die Situation auch jeweils aus Ihrer Sicht verstehe. Aufgeregt wegen der Reise? Naja. Jetzt sag nicht, wir müssen wieder verschieben. Also, ich gehe mal raus, die Auslagen kontrollieren, ja? Ich wäre wirklich gern mit dir zum Büchermarkt nach Langenberg gefahren. Heißt das, wir fahren nicht? Auch morgen nicht? Warum nicht, wenn ich fragen darf? Lasse, das ist kompliziert. Hat das mit dem Typen zu tun, der da gestern war? Das muss ich dir in Ruhe erklären. Gibt es da etwas, was ich wissen müsste? Was du immer denkst. Die Frau ist Medizinökonomin und soll mir bei einer Entscheidung im Krankenhaus helfen. Ja, aber vorhin sahst du aus, als würdet ihr euch auch privat ganz gut verstehen. Danke für den Hinweis. Na, hat er sich wieder mit deiner Niederlage beim Doppelkopf aufgezogen? Es hat Torben schon zur Genüge, obwohl es gar nicht zu ihm passt. Aber wenn man erstmal per Du ist, steht man schon in der Schusslinie für Hohn und Spott. Gehen wir in die Bar? Hat sich Nora schon gemeldet? Kein gutes Zeichen. Also ich würde da nicht so viel hineininterpretieren. Vielleicht ist sie einfach nur zu beschäftigt. Ja, was glaubst du denn, verheimlicht sie vor dir? Keine Ahnung. Entschuldige. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ja, offensichtlich. Sie ist ein freier Mensch, sie kann tun lassen, was sie will. Ja, solange es nicht eure Beziehung betrifft. Wenn sie noch Gefühle für diesen Arthur hat, dann möchte ich es wissen. Das war ein One-Night-Stand, vor 20 Jahren. Wenn es mehr war, eine längere Beziehung vielleicht? Naja, dann musst du herausfinden, was sie noch für ihn empfindet. Aber es ist 20 Jahre her. Und wie hat Lasse reagiert? Enttäuscht, weil damit unsere Reise gestorben ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob er mir die Geschichte mit dem One-Night-Stand abkauft. Jedenfalls ist er nicht blöd. Hätte Arthur nicht ein paar Tage später kommen können? Tja, dann hättest du vielleicht die Situation mit Lasse regeln können, aber die Arthur-Legende hättest du dir trotzdem ausdenken müssen. Was ist mit dem LKA? Musst du dem nicht sagen, dass dein Ex-Mann hier aufgetaucht ist? Doch, müsste ich. Oh. Frau Hellebaum rastet aus, wenn sie hört, dass Arthur hier ist. Und ich habe echt keine Kraft, immer wieder von vorn anzufangen. Hauptsache, Edda spielt mit. Arthur und ich müssen versuchen, sie davon zu überzeugen. Hast du sie schon gesehen, nachdem sie sich mit ihm getroffen hat? Nee, wenn ich anrufe, geht immer nur die Mailbox an. Ich habe ihr gesagt, dass Arthur und ich mit ihr reden wollen. Ich hoffe, sie kommt. Das wäre euer erstes Mal zu dritt. Ja, ich mag gar nicht daran denken. Nora, Arthur kann gar nicht lange hier bleiben. Ich meine, schließlich hat er in Genf ein Forschungsinstitut zu leiten. Und du musst auch nicht immer dabei sein, wenn er sich mit Edda trifft. Und was deine Bücherreise angeht. Na, die ist futsch. Es gibt nicht nur in Langenberg einen Büchermarkt. Wenn sich hier alles beruhigt, dann könnt ihr doch irgendwo anders hinfahren. Wenn Lasse dann mit mir überhaupt noch irgendwo hinfahren will. Ich kann ihm doch niemals die Wahrheit sagen. Ja, das Auftauchen von Arthur hat dich aus der Bahn geworfen. Das kann ich wirklich verstehen. Aber es ändert doch nichts an deinen Gefühlen zu Lasse. Aber vielleicht ändert es was an seinen Gefühlen zu mir. Ich habe ihm schon wieder eine Lüge aufgetischt. Ich meine, der Mann muss doch langsam denken, ich spinne. Sag ihm endlich, was du empfindest. Nimm ihm seine Zweifel. Und was ist, wenn ich Lüneburg bei Nacht und Nebel verlassen muss? Nora, rede mit ihm. Gut. Wenn Arthur und ich mit Edda gesprochen haben und ich weiß, wie es weitergeht.
Sie sollten auch bei Fit für die Enkel mitmachen. Ich habe keinen Enkel. Das verlangt ja auch keiner von Ihnen. Naja, aber Ihr Kioskler würde ins Gespräch kommen. So wie gerade in den Zeitungen und im Internet darüber geschrieben wird. Bessere Werbung bekommen Sie nicht. Ich finde stundenlanges Trainieren nicht so sexy. Kann ich Sie mal was Privates fragen? Ja, klar. Sprechen Sie mit Ihrem Liebsten über Ihre ehemaligen Beziehungen? Naja, als ich Ben kennengelernt habe, war ich noch verheiratet. Ist ja wohl eher die Ausnahme. Wenn man schon länger zusammen ist, klar, dann kann man auch mal über Ex-Beziehungen sprechen. Aber nicht am Anfang der Beziehung. Ach, das ist ein absolutes No-Go. Dann lieber schweigen. Na, warum Irritation hervorrufen? Das macht doch nur die Romantik kaputt. Aber wenn Sie mit Ihrem Partner unterwegs sind und treffen auf einen Mann, mit dem Sie früher mal zusammen waren. Dann freue ich mich, dass mein Ex-Freund sieht, dass es mir so gut ohne ihn geht. Hm. Darstellte Frau. Könnte ich meinen also haben? Natürlich. Hm. Moin. Ich freue mich schon darauf, Sie beim nächsten Doppelkopfspiel wieder in die Pfanne zu hauen. Ach ja? Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Will ich fragen? Wie ist der denn drauf? Ihr Anzug. Sagen Sie, ich hab's gerade ganz eilig. Könnten Sie mir vielleicht ganz kurz die Tür aufhalten? Ja, aber Logo. Ich bin gleich wieder da. So, Vorsicht, bisschen weiter links. So, genau. Und rechts rum und... Als erste Amtshandlung werde ich Sie von Frau Münzberg zu verantwortenden Verschärfungen zur Aufnahme der Angel Listed Hotels of the World wieder rückgängig machen. Da habe ich aber schon einen Passus reingenommen. Wo habe ich den denn? Stress? Sagen wir es mal positiv. Ich habe zu tun. Umso schöner, dass du dir Zeit für den Doppelkopf angenommen hast. Ach, im Übrigen, ich habe die Geschichten über Theos Geisterbahnabenteuer sehr genossen. Ja, einmalig, der Junge. Ah, hier ist es ja. Regelung zur Aufnahme neuer Mitglieder. Hältst du mich auf den Laufenden? Also was deinen Jungen angeht, der hat großen Unterhaltungswert. Oh, tut mir leid, mein Termin. Ich muss los. Ich lass dir das mal hier, ja? Ja, danke, dass Sie mir mit dem Wäschewagen geholfen haben. Ja, gerne. Hab ich doch gern gemacht für so eine schöne Frau. Kann ich Sie zum Dank zu einem Kaffee einladen? Och, warum nicht? Ja, also, das heißt, andermal gerne. Ich muss jetzt wieder ins Büro. Ach, spannender Fall. Ja, es handelt sich um einen Hochstapler, der sich für jemand anderes ausgibt. Ich setze da einen Schriftsatz auf und schick's dir, ja? Ich verlasse mich drauf. Okay. Könnten Sie das kurz für mich verwahren? Ja. Also, bis später beim Training. Ja. Ich gehe noch schnell hoch und sag der Hausdame Bescheid, dass die Wäsche da ist. Okay. Hey, Gunther. Ich meine, wir haben uns ja gerade gesehen. Und du hattest es furchtbar eilig, zu einem ganz wichtigen Termin zu kommen. Ach ja, ich hatte vergessen, dass der Termin hier stattfindet. Was machst du mit dem Anzug? Den brauche ich für später. Muss ja ein lockerer Mandant sein, wenn du für den sogar die Krawatte ablegst. Ja, Medienbranche. Sei froh, dass ich mir nicht so ein Käppi aufsetze. Na, noch verkehrt herum. Ja. Was macht dieser Wäschewagen? Entschuldige bitte, schon wieder hier. Ja. Hey, Tauben, ich bin's. Gibt's Neues vom Kreditvertrag? Ah, dann komm ich mal gleich vorbei, ja? Sag, du musst mir Bescheid sagen, wenn du hier im Hotel einen Termin hast, ja? Wir wären beinahe aufgeflogen. Mann, Mann, Mann. Eine weiße Kochjacke mit weißen Knöpfen. Hey. Na? Kommt gleich. Sucht gerade nach meiner Kochjacke. Du musst eure Sachen selber waschen? Ja, das ist meine eigene. Ich habe gerade mit Vater telefoniert. Und ich habe ihm erzählt, dass du dich noch ihm erkundigt hast. Hat sich sehr gefreut. Wirklich, hättest du mal hören sollen. Ist richtig aufgelebt. Entschuldige, ich will dir damit nicht so nahe treten, ja? Ich will einfach, dass du das weißt. Okay. Meine Einstellung kennst du ja. Ja, durchaus. Dann muss ich dir nicht nochmal sagen, dass es mich sehr freut, dass du dem ganzen Thema gegenüber offener wirst. Du gibst nie auf, ne? Nicht, bevor ich mein Ziel erreicht habe. Er meint auch, ich sollte unseren Vater mal besuchen. Wirklich? Kluges Mädchen. Hat sie auch gesagt, wann? Mal sehen. Kannst du mir bitte sagen, dass ich meine Sachen später hole? Klar. Hallo. Hey, Ada. Komm rein und setz dich. Wir wollten mit dir reden, damit wir einen gemeinsamen, wie sagt man, Sprachregelung finden wollen.
was den Umgang mit Arthur betrifft. Mhm. Tja, wie wär's denn damit? Mein Vater ist nach 20 Jahren hier aufgetaucht und ich freue mich darüber. Edda, so geht's nicht. Edda, ich möchte dich näher kennenlernen. Aber ich möchte auch gleichzeitig nicht euer Leben in Gefahr bringen. Wir haben uns hier in Lüneburg was aufgebaut. Wir haben tolle Menschen kennengelernt. Ja, ich will ja auch nicht aus Lüneburg weg. Nein, das sollst du auch nicht. Also, was schlagt ihr vor? Also, wir dachten, das Sicherste wäre, wenn wir die Verbindung zwischen Arthur und uns beiden so klein wie möglich halten. Wir sagen, dass deine Mutter und ich eine kurze Begegnung hatten in Düsseldorf. Und dann haben wir uns einfach aus den Augen verloren. Ja. Mhm. Warum hat sie dir nicht gesagt, dass du eine Tochter hast? Das hat sie. Es stellt sich nur heraus, dass ich ein Arschloch bin. Hm. Das ist keine schöne Geschichte, ich weiß. Tja. Und mit reiferem Alter tat es dir leid. Du wolltest mich kennenlernen. Kannst du mit dieser Geschichte leben? Dass mein Vater ein Arsch ist? Oh, Edda. Besser als tot, oder? Naja, Hauptsache, wir können uns sehen. Und wir können in Lüneburg bleiben. Ja, also ich glaube, mit dieser Version können wir die paar Tage, bis Arthur wieder abreisen muss, überbrücken, oder? Sobald ich abgereist bin, wird keiner mehr irgendwelche Fragen stellen. Tja, jetzt, wo wir das geklärt haben, schlage ich ein Essen vor. Wie wäre es mit einem Vater-Tochter-Essen? Geht auch Frühstück? Ich habe Henry schon gestern Abend sitzen lassen. Ja, ja, klar, geh nur. Ich kann verstehen, dass du ihn vorziehst, einem Vater, der dich seit 20 Jahren hat warten lassen. Entschuldigung, den kleinen Überfall, aber wir wollten Sie fragen, ob Sie Lust hätten, mit uns zum Training zu kommen. Lust schon, aber leider überhaupt gar keine Zeit. Ich muss arbeiten. Oh, Krankenhausstatistiken. Das ist ja spannend. Ja, so spannend wie Paragraphen. Ich habe ein großes Problem. Meine Kinderstation ist nicht ausgelastet. Das heißt, Ihre Argumente dem Bürgermeister gegenüber sind etwas dünn? Wenn man nach den Zahlen geht, schon, ja. Wonach gehst du? Na, also ich würde nach dem Nutzen für den Bürger gehen. Wenn die Kindernotaufnahme nur ein Kind rettet, naja, dann ist es doch das ganze Geld wert, oder nicht? Ja, das sollte die Gutachterin doch überzeugen. Ich fürchte, die hängt eher an den Zahlen. Wie kommst du denn überhaupt auf die Zahlen? Naja, ein Wunder der Technik. Ich habe die Auslastung der Station hier eingegeben und den Rest hat der Computer gemacht. Allen nach Zahlen, hier geht es doch um Menschenleben. Ja, aber die Klinik muss sich ja auch finanziell tragen. Die Frage ist, ob die Gutachterin überhaupt diese ganzen Statistiken überprüft. Dann müsste sie die Abrechnung mit denen der Krankenkasse vergleichen. Das ist ja viel zu groß, der Aufwand. Aus Datenschutzgründen halte ich das für unwahrscheinlich. Das könnte ja zum Beispiel auch passieren, dass dir mal so ein kleiner Zahlendreher unterläuft. Hm? Nee, bei sowas bin ich wirklich genau. Ja, nimm doch nur mal an. Also, wenn da statt 57% Auslastung dann 75 stehen würde. Also, nur rein zufällig natürlich. Da höre ich als Stadtrat mal ganz schnell weg, wirklich, Tom. Ich wundere mich, du als Anwalt trittst zum Betrug? War nur ein Test. Lass mal lieber zum Sport gehen, dass wir dann später das Gesundheitssystem nicht in Anspruch nehmen müssen. Hm? Also. Viel Spaß. Danke. Hey, Edda. Hi. Du hast die Neuigkeiten wahrscheinlich schon gehört. Ja. Dein Vater ist hier. Es freut mich für dich. Es tut mir leid, dass Mama deswegen die Reise mit dir abgesagt hat. Können wir nachholen. Ist wichtiger, dass du deinen Vater kennenlernst. Ich hätte nie gedacht, dass er hier auftaucht. Wie ist er denn so? Er ist abgehauen, als meine Mutter schwanger war. Kein Wunder, dass Nora den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Hat sie doch, oder? Eifersüchtig. Quatsch. Ich mache mir nur so meine Gedanken. Nicht nötig. Und jetzt weißt du ja, was los ist. Okay, ciao. Bis bald. Das ist unfair. Ja. Ja. Aber was ist schon fair an dieser ganzen Geschichte? Also gut, ich bin bereit, den Rabenvater zu geben. Wenn das der Preis ist, meine Tochter näher kennenzulernen, dann bin ich der Rabenvater, okay. Wir müssen mit Edda reden. Du kannst nur hier bleiben. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, wenn wir alle die gleiche Familiengeschichte erzählen. Mhm.
Hey, dachte, du wärst mit Dora Frank in Langenberg. Was passiert? Habt ihr gestritten? Eddas Vater ist hier. Eddas Vater? Ich dachte, der wäre tot. Du sagst es. Die neueste Version ist allerdings, dass sie 20 Jahre keinen Kontakt hatten, bis er dann ganz plötzlich putzmunter vor der Tür stand. Und er hat sie glauben lassen, dass er tot ist? Ja. Sie wusste, dass er lebt. Ja, warum hat sie das nicht erzählt? Es kommt noch doller. Als ich ihn zufällig gestern traf, hat sie ihn mir als einen Heini vom Kulturverein Was weiß ich vorgestellt. Und er kommt extra aus Irland hierher? Er ist kein Ire. Das ist ja noch verwirrender. Mhm. Ja, was will er denn hier? Kontakt zu seinem Kind, nehme ich an. Zu seinem Kind oder auch zu der Mutter? Er war im One-Night-Stand. Sagt wer? Nora? Ich weiß nur, dass sie mich belogen hat und dass sie mir noch andere Dinge verschweigt. Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung für alles. Um ehrlich zu sein, habe ich die Geschichte mit deinem Partner von Anfang an nicht ganz geglaubt. Schlaumeier. Du hast echt gedacht, ohne Absender bist du unauffindbar? Meine Mama ist ganz schön sauer. Ich war doch ganz entspannt, als du ihr von dem Brief erzählt hast. Ja, aber da habe ich Arthur noch nicht getroffen. Ich verstehe nicht, was sie dagegen hat, dass du deinen Vater kennenlernst. Nein, was hat der Mann verbrochen? Sie hat ihre Gründe. Egal. Jedenfalls bin ich jetzt keine Halbwaise mehr. Hey. Wie fühlt sich das an? Ich habe Arthur noch keine 12 Stunden gesehen. Keine Ahnung, was das mit mir macht. Deine Mutter fürchtet das Schlimmste. Sie hat mir sogar schon eine Nachricht auf der Mobilbox hinterlassen, weil sie unbedingt mit mir darüber sprechen will. Aber du willst nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich noch glauben kann. Ja, sag einfach, dass sie ehrlich mit dir sein soll. Du bist kein Kind mehr. Das habe ich schon. Und als ich dachte, sie hat es gerade gecheckt, da verheimlicht sie mir, dass mein Vater hier ist. Vergiss deine Mutter mal für eine Sekunde. Du hast die Chance, deinen Vater kennenzulernen. Ich meine, das ist doch cool. Das sagt der Richtige. Du tust so, als sei dein Vater tot. Ja, fehlt ja auch nicht mehr viel. Wie kann man da nur so verbittert sein? Ich hätte alles dafür gegeben, einen Vater zu haben. Und du hast einen, der mich ins Heim gesteckt hat. Was? Ja. Mein ach so toller Vater ist dafür verantwortlich, dass ich mit 6 Jahren im Heim gelandet bin. Aber wieso? Ich will weder darüber reden, noch was mit ihm zu tun haben. Kapierst du es jetzt? Es tut mir leid. Die Salbersoße ist fast fertig. Und, was sagt die Expertin? Ja, der Konflikt zwischen Patientenwohl und Rentabilität ist, wie gesagt, nicht neu. Das kenne ich aus anderen Kliniken. Ja, die Frage ist, wie lösen wir ihn? Frau Dr. Berger ist darauf bedacht, dass die Mitarbeiter und die Patienten sich wohlfühlen, unabhängig von den Kosten. Ja, und Herr Carstens hat den wirtschaftlichen Aspekt im Blick. Und ich schätze die beiden so ein, dass sie von ihren berechtigten Standpunkten nicht groß abweichen werden. Ja, wir brauchen eine Lösung. Ego-fixierter Machtkampf schadet der Klinik nur. Neide Sie nicht um Ihre Entscheidung. Mich? Ich dachte, Sie würden für mich die Kohlen aus dem Feuer holen. Ich kann Sie gern beraten, aber abnehmen kann ich Ihnen die Entscheidung nicht. Mein Neffe aus Hamburg. Ich rufe kurz zurück, wenn das okay ist. Ihre Familie lebt in Hamburg? Nur mein Neffe. Er studiert dort Musik. Er ist ein bisschen der Sohn, den ich nie hatte. Meine Schwester lebt in Süddeutschland. Sie sind ja noch stiller als sonst. Haben Sie Stress mit Ihrer Freundin? Edda hat Stress mit ihrer Mutter. Es geht um Eddas Vater. Väter können Stress machen, abwesend oder nicht. Sprechen Sie aus eigener Erfahrung? Ja. Mein Vater schon eine Nummer für sich. Wir hatten fast 2 Jahrzehnte keinen Kontakt. Er hat sich nicht mal meinen Sohn gekümmert. Und jetzt verstehen Sie sich? Sehr gut. Und als er sehr krank wurde, habe ich sogar seinen Betrieb auf Korfu geleitet. Er produziert Fetter im großen Stil. Sie haben ihm geholfen, obwohl Sie ewig keinen Kontakt hatten? Ja. Wir hatten uns schon vorher versöhnt, aber wir hatten lange nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht. Wir kannten uns kaum. Und trotzdem war mir klar, dass ich ihn unterstützen muss. Man kann sie mögen oder nicht mögen, aber Eltern bleiben Eltern ein Leben lang. Und manchmal ist man ihnen sogar ähnlicher, als einem lieb ist. Die Zeit in Griechenland, die hat uns sehr gut getan. Ich habe Nikos noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Jenseits seines
sturen Dickschädels, den ich übrigens geerbt habe. Seitdem haben Sie ein gutes Verhältnis? Mein Vater ist immer noch ein sehr eigenwilliger Mensch, aber seitdem ich kapiert habe, dass ich ihn nicht ändern kann, kommen wir gut miteinander klar. Entschuldigung. Nora, ich nehme dich kurz mit raus. Ich danke Ihnen. Vielleicht kann ich Sie ja doch noch dazu bringen, eine Entscheidung für mich zu treffen. Tschüss. Tschüss. Ich meine eigenen Wege gehe. Weil du ausgezogen bist, du bist 20. Was erwartet sie denn? Na, alles gefunden? Die Minze sieht super aus. Ah. Danke. Tschüss. Tschüss. Gut. Das heißt, Eddas Vater lebt? Aber du hattest keine Ahnung, dass er hier plötzlich auftaucht. Nein, wir haben uns seit 20 Jahren nicht gesehen, wir hatten keinen Kontakt. 20 Jahre? Das heißt, Ella kennt ihn gar nicht. Das ist natürlich kompliziert, ja. Ja, mehr als du denkst. Hat er kein Telefon? Kann er sich nicht anmelden? Was sagt Ella dazu? Ella freut sich, ihn kennenzulernen. Nachdem sie dachte, er sei tot. Ich wollte ihr nicht sagen, dass ihr leiblicher Vater sich nicht für sie interessiert. Wo ist das Problem? Nora, gönn ihnen ihre Zeit und lass uns verreisen. Ich kann jetzt nicht wegfahren. Das verstehe ich nicht. Wir hatten ja bereits das Vergnügen. Ich dachte, Sie sind tot. Ich habe ihm gesagt, dass du Eddas Vater bist. Und dass Sie sich 20 Jahre lang nicht gemeldet haben. Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Die Wahrheit dafür. Ist... Die Wahrheit ist... Die Wahrheit ist, dass Arthur und ich einen One-Night-Stand hatten. Und als ich ihm von meiner Schwangerschaft erzählt habe, da wollte er damit nichts zu tun haben. Genau. Ich bin nicht so der Familienmensch. Hätten Sie nicht 2 Tage warten können, bevor Sie von den Toten auferstehen? Hm. Kommst du bitte mal? Morgen! Ich meine, Thomas. Ja, dass du ist nach all den Jahren auch ungewohnt für mich. Aber längst überfällig. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte dich fragen, ob du schon deine Sportschuhe aus dem Keller geholt hast. Was? Ach so, wegen der Sportabzeichenprüfung. Naja, du bist ja letzte Zeit auch nicht gerade viel zu Fitness gekommen, vor lauter Arbeit. Das ist alles eine Frage der Organisation. Keine Angst, dich zu blamieren? Du meinst, so wie du gestern beim Dullen? Ja. Also, du hast genügend Kommentare über mich ausgeschüttet. Ach, hab ich das? Ja, du hast gar nicht mehr aufgehört, dich über mich lustig zu machen. Ich sage nur... Armut, Thomas. Oh, da habe ich wohl etwas über die Stränge geschlagen. Naja, halb so wild. Wenn ich dir zu nahe getreten sein sollte, dann tut mir das leid. Ich habe manchmal einen etwas schrägen Humor. Ja, es ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, Frau Schwenke hat Geburtstag. Interessant. Carsten's hier? Auf Ihren Anruf habe ich gewartet. Wunderbar. Vielen Dank für Ihr Angebot für die neuen Geräte in der Onkologie. Ich habe da nur ein kleines Problem mit der Kalkulation. Wir brauchen einen Kostenvoranschlag, der deutlich nach unten korrigiert ist. Sagen wir 20%? Nein, so wie die Preise im Moment kalkuliert sind, kriegen wir den Auftrag nicht. Es ist ganz einfach. Kein neues onkologisches Zentrum, kein Geschäft für Sie. Aber gut, Hauptsache du bist morgen dabei. Ja. Moinsen, Chef. Ja. Ich hatte gerade Besuch von Oberbürgermeister Jansen. Thomas. Ja. Ihr seid jetzt per Du. Ja, Thomas. Das ist ein langjähriger Freund von mir, den ich gerne respektvoll behandelt wüsste. Ja, geht klar, Meister. Gut. Ach, noch etwas. Ein Anzug von mir ist in der Reinigung. Wohl ich für dich. Und Frau da Silva, die Besitzerin von der Reinigung, ist auch eine gute Bekannte von mir. Und verdammt heißes Gerät. Spinnst du? Ich bin verheiratet. Ja, ich hab's ja schon kapiert. Ich bin nur freundlich. Ja, bitte. Wunderbar. Ja, wusste ich doch, dass wir zusammenfinden. Vielen Dank. Ja, bis dann. Wiederhören. Frau Rose, das ist eine Überraschung.
Kommen Sie rein. Nein, ich muss gleich weiter. Das Auto ist voller Pflanzen, die ausgeliefert werden müssen. Ich wollte nur ganz kurz mit Ihnen sprechen wegen Merles Rückkehr. In 2 Tagen. Ich freue mich schon sehr drauf. Was halten Sie von einem Willkommensessen in der Gärtnerei? Oh, das ist grundsätzlich eine wunderschöne Idee. Nur, ich meine, wir haben uns so lange nicht gesehen, Merle und ich. Wir würden... Wie dumm von mir. Entschuldigung. Natürlich wollen Sie sie an Ihrem ersten Abend für sich allein haben. Sehr egoistisch. Verständlich. Romantisch. Mhm. Ich hätte noch eine kleine Bitte, wo Sie schon da sind. Kann ich vielleicht einen Blumenstrauß bei Ihnen in Auftrag geben? Ganz kleinen Moment. Ich brauche einen Geburtstagsstrauß. Mhm. Schönen, stilvollen Strauß mit einer neutralen Grußkarte. Sie schreiben mit links? Mit folgendem Text. Ja. Gut gemacht. Danke sehr. Nicht zu danken. Erst bin ich tot, dann bin ich der verantwortungslose One-Night-Stand, der sich nicht um seine Tochter kümmert, noch irgendetwas auf meinem Teller, was ich schlucken muss. Du hast dich selbst in diese Lage gebracht. Ich habe nur versucht, die Situation zu retten. Nur mal einen Punkt. Du hast versucht, dich selbst zu retten und deine Lügen. Oh, wann begreifst du endlich, dass es hier nicht nur um dich geht, Arthur? Holla, dein Egoismus ist aber auch nicht von schlechten Eltern. Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen? Lass erklären, dass wir im Zeugenschutzprogramm leben und du gerade unsere neue Identität gefährdest? Zum Beispiel, warum nicht? Ja. Du kommst hier nach Lüneburg und bringst mein Leben völlig durcheinander. Und dann beschwerst du dich auch noch, wenn ich mir eine halbwegs brauchbare Hintergrundgeschichte ausdenke. Oh, die dich als kleines, armes Opfer darstellt. Bravo. Warum hast du es nicht mal mit der Wahrheit probiert? Du hättest mir sagen müssen, dass ich Vater werde. Du hättest Edda sagen müssen, dass ich ihr Vater bin. Und nicht erst, nachdem sie angefangen hat, nach mir zu fragen, nachdem sie rausgefunden hat, dass die Geschichte um den irischen Daddy erstunken und erlogen war. Aber nein, das hätte ja an deiner moralisch integren Fassade gekratzt. Komm, lass uns wieder von vorn anfangen. Für mich ist es auch nicht ganz einfach, nach 20 Jahren zu erfahren, dass ich eine Tochter habe. Aber mich noch als Rabenvater darzustellen, das... Entschuldige bitte, aber das ist... Wir hatten vereinbart, dass du abreist. Umgehend. Falsch. Du hast das bestimmt, nicht ich. Ich? Ich muss mich an die Regeln vom LKA halten. Richtig. Du, nicht ich. Arthur... Weißt du, welcher Gefahr du Edda und mich aussetzt, wenn du hier bleibst? Von welcher Gefahr reden wir hier? Ganz konkret. Du erinnerst dich, dass ich im Krankenhaus lag und jeder einzelne meiner Knochen gebrochen war? Vor 20 Jahren? Ja, vor 20 Jahren. Katrin, ich versuche nur hier die faktische... Fakten. Für dich zählt immer nur, was messbar ist und in Zahlen zu erfassen. Naja, bevor ich mir von irgendeiner diffusen Gefahr das Leben diktieren lasse. Diffusen Gefahr? Katrin, ganz konkret, wer bedroht dich? Wer oder was bedroht dich noch? Du ganz konkret. Schon allein, dass du mich Katrin nennst. Entschuldige bitte, wir sind hier unter uns. Arthur, ich kann nicht zwischen den Biografien hin und her springen. Ich kann nicht. Glaub mir, ich weiß, wie das ist, wenn ein unbedachter Satz Irritationen hervorruft. Naja, das kann ich mir vorstellen. Nein, das kannst du nicht! Mein altes Leben existiert nicht mehr, seit ich diesen Mord gesehen habe und vor Gericht ausgesagt habe. Katrin, das war deine Entscheidung. Arthur, ich fühle mich wohl hier in Lüneburg. Edda hat gerade eine Ausbildung angefangen. Wenn das LKA erfährt, dass ich dich hier getroffen habe, dass du hier bist, dann schmeißen die uns aus dem Zeugenschutzprogramm raus. Katrin, ganz ruhig. Katrin, ich will dir und Edda hier überhaupt nichts kaputt machen. Ich will euch auch nicht in Gefahr bringen. Fahr doch einfach wie geplant jetzt einfach in den Urlaub. Und wenn du zurückkommst, reden wir ganz in Ruhe nochmal drüber. Ich kann jetzt nicht verreisen. Gib mir 5 Minuten, ja? Ich habe Sie überrascht. Positiv überrascht. Unter einer Medizinökonomin habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Altbacken und verkniffen? Naja, die trockene Materie lässt eher auf einen farblosen Schreibtischmenschen schließen. Woher wollen Sie denn wissen, dass ich nicht farblos bin? Ich hätte auch nicht gewettet, dass Sie Oberbürgermeister sind. So viel zu verurteilen. Also gut, lassen Sie uns über das Gutachten reden. Ja, hier sind schon mal ein paar Eckdaten. Mhm. Damit können Sie sich einen Überblick verschaffen. Wir wollen, das heißt, wir müssen in der Klinik umstrukturieren. Und Sie brauchen eine Entscheidungshilfe, in welche Richtung es gehen soll. Ja, ganz genau.
Die Frage ist, gelingt uns der Spagat, dem kommunalen Auftrag gerecht zu bleiben und zugleich die Klinik in die schwarzen Zahlen zu führen? Vor dieser Frage stehen viele Kliniken. Die Situation wird zusätzlich erschwert, weil die ärztliche Leiterin und der Verwaltungsdirektor unterschiedliche Auffassungen haben. Als da wären? Der Verwaltungsdirektor regt ein onkologisches Zentrum an, das sich aber nur bewilligen kann, wenn die medizinische Grundversorgung darunter nicht leidet. Sie sind nicht der erste Bürgermeister, der sich für sein Klinikum die Quadratur des Kreises wünscht. Ach, das werden Sie sein. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Britta Berger und Herr Volker Karstens. Gesine Schwenke, sehr erfreut. Freut mich. Hallo. Hallo. Ich habe schon einiges gehört, mir ist es aber sehr wichtig, dass ich die Situation auch jeweils aus Ihrer Sicht verstehe. Aufgeregt wegen der Reise? Naja. So. Jetzt sag nicht, wir müssen wieder verschieben. Also, ich gehe mal raus, die Auslagen kontrollieren, ja? Ich wäre wirklich gern mit dir zum Büchermarkt nach Langenberg gefahren. Heißt das, wir fahren nicht? Auch morgen nicht? Warum nicht, wenn ich fragen darf? Also, das ist kompliziert. Hat das mit dem Typen zu tun, der da gestern war? Das muss ich dir in Ruhe erklären. Oder hängt es mit mir zusammen? Nein. Nein, es ist nicht deine Schuld. Was ist es dann? Der Mann, der gestern bei mir war, der ist nicht vom Kulturverein Nordheide, das war gelogen. Das ist Ellas Vater. Ich denke, der ist tot. Hallo, Frau Bayer. Genau. Hallo. Das Glückslos, wie immer, und die Fruchtmischung. Ja, richtig. Ja, wir stellen die Pflanzen nach Möglichkeit so zusammen, wie sie dann nachher auch im Garten eingepflanzt werden sollten. Das hat ja auch keinen Sinn, den Kunden etwas anzubieten, was sie nachher nicht umsetzen können, nicht wahr? Ich störe Sie ja nur ungern, oh. Aber ich bräuchte doch mal ein paar. Lassen Sie mich raten, ein paar Kräuter fürs Restaurant? Ja, neuerdings ist die Nachfrage ja rasant angestiegen. Edda, das ist Ihr Kunde. Wir haben heute frische Minze reinbekommen. Super. Bist heute Morgen so schnell weg? Hast dich ja nicht mehr richtig angezogen. Deswegen bist du extra hierher gekommen? Da hätte doch eine SMS gereicht. Ja, aber das geht nicht per SMS. Oh. Sorry wegen heute Morgen. Ich habe total vergessen, dass ich Frau Rose bei einer Lieferung Gartenpflanzen helfen sollte. Und deswegen hast du meine Rouladen so verschmäht. Die waren auch kalt zum Frühstück, der Hit. Seine Mutter eigentlich noch zu dem Treffen mit deinem Patenonkel erschienen? Sie hat angerufen. Also hast du erzählt, dass ich mich mit Arthur getroffen habe? Ja, ist auch okay, oder? Was wollte sie denn? Mit mir reden? Das ist doch ein gutes Zeichen. Dann könnt ihr euch endlich mal aussprechen. Meine Mutter hat Probleme damit, dass